Olympiastützpunkt Kienbaum. Let's Challenge Buschi, Folge 1. Kanusport, Kanadier fahren und einem Europa- und Weltmeister zeigen, wo Bartel den Most holt. Lecco mio. Die Stunde der Wahrheit naht. Kanadier fahren. Kann ich nicht. Kann ich aber lernen, weil ich einen super Coach habe. Jules. Hi. Grüß dich. Jules Oelze, Europameister, Weltmeister. Über 1000 Meter. 1000 Meter, ne? Im Kanadier. Also wir reden über Kanusport. Die Frage, die mich seit Wochen, Monaten, wenn nicht gar Jahren beschäftigt. Kann jemand wie ich in meinem Alter mit meiner körperlichen Verfassung es hinbekommen, überhaupt in eurem Boot 50 Meter zurückzulegen? Das ist kein guter Gesichtsausdruck. Das gefällt mir nicht. Nein. Jetzt auf gleich bei einer Ja- oder Nein-Antwort. Nein. Das ist ein Profiboot. Also. Okay. Macht es dann überhaupt Sinn, dass ich es ausprobiere? Ja. Fuß nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Die nach hinten, die nach hinten? Ja, genau. Paddel, Knauf, jetzt langsam nach oben. Ich werde dich jetzt mal nach vorne. Vorsicht, nein! Okay. Lass mich fahren! Okay. Lass los! Okay. Das gibt's doch gar nicht! Das sah scheiße aus, ne? Ich weiß nicht sagen. Ja. Aber was ist es? Zu wenig Körperspannung? Das Gefühl einfach nicht, was man mit dem Körper machen muss, wenn das Boot sich bewegt. Wie man halt im Boot. Aber es hilft in eurem Sport, wenn das Boot sich bewegt. Sollte ich ja. Aber es liegt nach links und rechts, sondern nach vorne und hinten. Ey, sag mal, warum ist das denn so schwierig? Hör auf zu lachen! Scheiße! Ich könnte kotzen. Scheiße, das wird nichts mit Tokio. Jules, das musst du doch, das musst du ohne mich machen. Na, Juti. Zum Glück habe ich ja noch einen Peter. Ja, Peter. Nehmen wir das gleiche Boot oder nehmen wir. Nee, das muss ja. Na, dann nehmen wir den Zweier, weil das wird im Leben nichts mehr. Ja, war gar nichts, ne? War gut. Es war besser als erwartet, aber schlechter als erhofft. Jetzt pass auf, was ist der Kardinalfehler? Was habe ich in erster Linie falsch gemacht? Alles, okay. Im Speziellen. Falsch. Du wolltest gleich auf den Mount Everest, aber hast erstmal nicht vielleicht das Höhentraining gemacht. Also wir haben halt angefangen, wirklich in ganz breiten Booten, mit Hilfen, Auslegern, im frühen Kindesalter. Und erstmal paddeln. Irgendwann Sonnenboot, dann irgendwann Sonnenboot, dann irgendwann Sonnenboot und jetzt irgendwann so eins. Das ist über Jahre entstanden, der Prozess, und der Körper wurde angepasst, damit man halt sicher drin kniet. Der Körper, das Gehirn, die Muskeln müssen sich erstmal abstimmen, wie das so zu funktionieren hat. Aber ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Ich behaupte von mir, dass ich Gleichgewichtsgefühl habe. Ich behaupte sowieso, dass ich alles immer kann. Ist es normal, dass es so erbärmlich wird? Weil das war ja gar nichts. Ja. Ist normal. Ja. Es ist eine Trainingssache, wie man alles trainieren muss. Man muss alles automatisieren, alles trainieren. Mhm. Und erst nach vielen Prozessen hat sich das eingeschliffen und der Körper weiß, welche Muskelgruppen er ansteuern muss, also welche er aktivieren muss, damit die gegenhalten gegen eine bestimmte Bewegung des Bootes. Wie viele Stunden, Wochen, Monate hat es gedauert, von dem Moment, wo du angefangen hast mit dem Training für den Kanadier, bis du dich relativ sicher im Boot gefühlt hast? Ich denke mal, schon 3 Jahre. So! So! Und aber, immer bei einem neuen Boot hat es wieder länger gedauert. Gott. Ja. Okay. Also du hast quasi, du wolltest gerade nicht krabbeln lernen, du wolltest gleich auf einem Einrad jonglieren und dabei einen Kaffee trinken. Ja. Das geht nicht. Zu zweit dagegen ist es gar kein Problem. Das versuchen wir als nächstes. Haben wir da eine Mini-Chance? Ja. Ah!
meiner herausragenden Fähigkeiten im Kanadier muss ich an dieser Stelle sagen, ausnahmsweise gehe ich bei dem Winter nicht aufs Wasser. Oder ins Wasser, wie auch immer. Das ist schwierig, das holen wir nächstes Jahr bei Olympia nach. Ich hoffe, ihr versteht's, Leute. Ich hoffe, ihr versteht's. Ja? Nö, das ist kein Klemmen von mir. Ne? Alles gut. Ich habe deine Bereitschaft ja gesehen. Ich war da. Ja, und ich war ja im Einer wirklich, ganz gut. Wirklich. Wir hätten das geschafft. So. Ja, Jules, leider hat der Wettergott nicht mitgespielt. Ich musste nicht nochmal ins Boot. Ich glaube, jeder hat einen Eindruck bekommen, dass es eine ganz, ganz schwierige, anspruchsvolle Sportart ist. Olympia 2020, du und dein Partner seid zumindest im erweiterten Favoritenkreis für Tokio, für Gold. Irgendwelche Wünsche drumherum noch? Nein, dass wir einfach gesund uns vorbereiten können, dass alles jetzt so klappt, wie wir uns das vorstellen, dass wir einfach unsere perfekte Vorbereitung machen können, um dann halt den perfekten Wettkampf abzuliefern. Und wenn wir das schaffen, dann gibt's Gold. Ja. Ich baue aber keinen Druck auf. Abschießen noch war es ganz schlimm heute oder ging's? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Spaß. Es gibt keinen schöneren Schluss. Tschüss.